Purana Trikonasana, die vollständige Dreieckshaltung, ist die Bezeichnung für mehrere Asanas. Klassischerweise sieht Trikonasana anders aus, als wir es heute üben. Und Samuel zeigt zunächst Purana Trikonasana, wie es in manchen der klassischen Hatha-Yoga-Schriften beschrieben wird und wie es Garote in seiner Encyclopedia of Traditional Asanas beschreibt. Setze dich so hin, dass die Fußsohlen flach auf dem Boden sind und entweder das Gesäß auf dem Boden oder etwas gehoben, aber die Fußsohlen eben flach. Dann bringe die Arme auf die Knie und gib die Hände auf den Kopf. Das ist dann Purana Trikonasana. Letztlich macht der Körper wie ein Dreieck, der Rücken und dann die Schienbeine zu den Ellbogen und die Unterarme zum Kopf formen dann ein Dreieck. Purana Trikonasana gibt es in Teilen. Wenn du nur den linken Arm nimmst, ist es Vama Trikonasana. Wenn du den rechten Arm nimmst, ist es Dakshina Trikonasana. Heutzutage wird unter Trikonasana das stehende Dreieck verstanden. Und hier ist Purana Trikonasana eine spezielle Form des Dreiecks. Du kommst in die Stehhaltung, du gibst den rechten Fuß rechts 90 Grad nach rechts und den linken Fuß 15 bis 45 Grad nach rechts. Du streckst die Arme aus und dann senkst du die rechte Hand so weit, dass die rechte Hand auf den Boden kommt. Und du hebst dabei den linken Arm nach oben. Das genannt als Purana Trikonasana, volles Dreieck, wo du eben die Hand ganz nach unten gibst. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir und teile die Sendung mit anderen. Danke.